Willkommen zur 100. Episode auf diesem Kanal unserer F1-23, meine Teamkarriere mit Audi. Wir sind in Brasilien im vorletzten Rennen und auch der letzte Sprint der Season. Ich freue mich, bin aber natürlich auch wehmütig, denn es war eine der erfolgreichsten Seasons, die wir in unserer Formel 1-23 Karriere jemals gefahren haben. 4,3 Kilometer, 15 Kurven und zwei DRS-Zonen werden es uns heute ziemlich spannend machen. Doch wir müssen jetzt mal im Qualifying einiges an Leistung abrufen. Da sind wir nur noch ab ins Qualifying rein, raus aus der letzten Kurve. Und es ist unfassbar eng, wie es hier zur Sache geht. Wir gucken oben mal. Und ja, wir sind bei den Zeiten unter 1,10. Und das in Brasilien. Es ist wirklich krank, wie schnell diese Autos geworden sind. Und ich freue mich echt schon auf nächste Season, wenn wir dann noch einmal das upgegradete Reglement haben. Jetzt einmal hier durch aus der ersten Kurve konnten wir, beziehungsweise auf dem Senna ist, konnte ich fast eine Zehntel finden. Piastri, bitte geh auf die Seite. Danke, der gönnt mir maximal einen Windschatten. War ein bisschen davon irritiert, komm hier ja nicht so gut aus der nächsten Kurve da raus. Der Exit war jetzt eher so semi-gut. Sind immer noch eine knappe Zehntel im Delta. Auch hier viel, viel Schwung mitnehmen, die Lenkung ganz spät aufmachen. Und da sind wir fast bei 4 Zehntel im Mittelfeld, im Mittelsektor. Ja, da habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen, den Körper hätte ich nicht zu überrumpeln dürfen. Und jetzt hier der Exit, verdammt wichtig. Und da liegt die ganze Zeit, bleibt hier liegen. Wir sind nur noch auf knappen der 30.000stel, das war gar nicht gut. All in all wären wir aber immer noch schneller als George Russell mit 170. Auch der Exit aus der Kurve raus hat einiges an Zeit gebracht. Doch jetzt geht die Zeit wieder langsam runter, Leute. Wo wird die Uno stehen bleiben? Es ist eine 1. 7-0 und das, nein, 24.000stel. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Ocon, Sainz, Theo Pourchaire, Norris, Oscar Piastri, Tsunoda, Gasly, Leclerc, Senna, Bottas, Stroll, Drugovic, Liam Lawson, Doohan, Joe, Magnussen, Albon, Sargent und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Es hat leider nicht gereicht, es hat nicht sein sollen, leider. Doch wir sind jetzt hier im Sprint und Lights out und let's go. Mein Start war unfassbar toll. Die Reaktion war grottig, doch das Auto ist so schnell. Oh, guckt euch mal an, Russell. Der Arm startet von der Pole und hatte so einen grottigen Start, dass er jetzt nur noch auf dem 5. Platz ist. Und das mit fast 2 Sekunden Rückstand zu uns. Und apropos Rückstand, Max Verstappen ist hier unfassbar toll aus den SS rausgekommen. Apropos, McLaren hat am gestrigen Tag ihr neue Livery gelauncht. Sie wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön sein. Papaya, also Orange und Schwarz, ganz, ganz klassisch, auch wie im letzten Jahr. Ich glaube, dass die Livery jetzt einigen besser gefallen wird, doch meiner Meinung nach hätte man noch einiges mehr an Mut aufbringen können. Für mehr Infos und vor allem auch für den First Look und so weiter, schaut doch unbedingt gerne auf meinem TikTok-Account vorbei. Itzo_Tobi, da werde ich wirklich in 2-3 Videos detailliert auf das Design eingehen, aber vor allem auch werden wir uns da die Vergleiche zum vorigen Season angucken. Und falls ihr dann schon dabei seid, könnt ihr auch gerne auf Instagram vorbeischauen, aber auch gerne hier kostenlos abonnieren, während unsere erste Runde hier zu Ende geht und Max Verstappen sich schon neben uns setzt, der schießt jetzt hier an uns vorbei und ich kann mich ohne der DRS-Hilfe noch nicht stark wehren. Das war natürlich ein toller Move vom Niederländer, doch ich will natürlich hier mit aller Entschlossenheit noch einmal vorbeigehen. Es sind 8 Runden, also wir haben noch einiges an Zeit. Ich weiß, auch im Hauptrennen dann wird es regnen, also das ist dann ganz, ganz schlimm. Hier gehen wir mal außen wieder an Max Verstappen vorbei. Es hat gereicht ohne DRS-Hilfe, aber hier, der hat so eine tolle Pace. Also wirklich, der kommt auf manchen Kurven so unfassbar schnell raus, da kann ich nicht mal hinterher gucken. Und ja, der Mittelsektor gehört dann aber eher wieder mir. Also da sehe ich auch den Audi. Der ist da aus diesen Kurven, aus diesen langgezogenen Kurven. Da komme ich so gut raus. Also wirklich, da kann ich auch so eine schöne Pace aufbauen. Ich gewinne im Mittelsektor locker eine halbe Sekunde auf die Konkurrenz. Hier gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an.
Und da sehen wir auch, dass der Mercedes zwar anfangs eigentlich gut weggekommen ist, aber ich denke mal, der hatte so eine Art Jumpstart oder so. Also, dass der da eventuell kurz weggeruckelt ist und dann noch stehen geblieben ist, dass er eben keine Strafe oder so bekommt. Anders kann ich mir das Ganze nicht erklären. Und ihr seht es auch da direkt, hat der Verstappen seine Chance genutzt. Hier war dann Verstappen mal an Start und Ziel nach der ersten Runde vorbei. Und ich konnte mich hier da ohne DRS-Hilfe noch einmal ganz, ganz knapp vorbeisetzen. Apropos vorbei, wir sind wieder jetzt schon in der vierten Runde und Verstappen ist immer noch ganz, ganz gnadenlos hinter uns. Auch Esteban Ocon hat mittlerweile aufgeschlossen. Ich hoffe natürlich, dass die ein bisschen in den Fight kommen. Dahinter wäre mal eine kleinere Lücke hier mit Piastri und Russell. Auch Russell, der hat sich von dem kompletten Start, ja, Flop-Fiasko, keine Ahnung, wie man es sagt, nicht erholt. Der ist auf dem fünften Platz mit über 2 Sekunden Rückstand. Also das hätte sich vermutlich anders erwartet. Da bin ich mir nahezu sicher. Jetzt hier in diesen Endsektor noch einmal alles geben. Wir sind genau Hälfte des Rennens vorbei und ich hoffe natürlich, dass das heute alles gut gehen wird. Es ist eine Jubiläumsfolge. Wir haben 100 Folgen in 5 Seasons. Knapp, aber doch ist sich das nicht ausgegangen, dass das Saisonfinale von Season Nummer 5 ist. Denn das wäre natürlich noch cooler gewesen. Aber ja, das ist schon so ziemlich gut. Oh, da hatte ich mich ordentlich vertan, da habe ich mich verlenkt. Und der Exit, der könnte jetzt sinnbildlich dafür stehen, dass Max Verstappen jetzt an uns vorbeigeht. Ich bleibe hier eher mittig, das irritiert, glaube ich, auch. Irritiert ihn auch ein bisschen. Und da kann ich mich noch einmal vorne halten und dann schert Verstappen, schert Esteban Ocon direkt aus, will da den Angriff an Verstappen wagen. Das gucken wir uns noch einmal an. Hier, ich bleibe auf meiner Linie und Verstappen, ja, wollte zuerst links, dann rechts und ja, dann hier konnte er da kaum mehr was machen. Da guckt euch das an. Da musste auch Esteban Ocon kurz vom Gas runtergehen, sonst wäre das, glaube ich, in einer Katastrophe geendet. Auch Piastri hat sich jetzt schon langsam hier dran gehauen an diese komplette Kampfgruppe. Und da sind wir nun in Runde Nummer 7 und Max Verstappen schießt hier an unser Heck dran. Ich probiere mittig zu bleiben, aber der durchschaut so ein bisschen meinen Trick in Turn 1, kann ich mit dem späteren Bremsen mich noch einmal hier vor dem Niederländer setzen. Der Exit war okay aus dem Senna ist raus. Jetzt heißt es noch einmal Arschbacken zusammenkneifen. Und jetzt noch einmal Verstappen abdecken. Und da kommt es zur Berührung. Ich habe mich verschätzt. Und das ist natürlich der Worst Case. Wir verlieren hier unsere, ja, Führung. Vor allem sind wir jetzt nur noch Fünfter. Nein, ich komme ganz, ganz neben die Strecke. Der Flügel ist kaputt. Und wessen Schuld war das? Ich sage natürlich klar, es ist meine Schuld. Ein Unschuldiger ist natürlich auch in den Crash involviert gewesen mit Carlos Sainz. Der hat sich da direkt seinen Reifen ausgekugelt und ich, ja, habe da direkt die Chance auf den Sprintsieg verloren. Es ist natürlich echt bitter und blöd gelaufen. Ich habe mich um ein paar Zentimeter verschätzt. Das gucken wir uns aber jetzt noch einmal komplett an. Aus der ersten Kurve raus gehe ich eigentlich als Sieger hervor. Also wir konnten uns da vor Max Verstappen setzen. Der hatte da sogar einen leichten, durch das Zurückstecken, einen leichten Nachteil. Doch hier verschätze ich mich, wollte da ganz, ganz spät abdecken und da kommt die Berührung mit seinem Flügel, mein Hinterreifen mit seinem Frontflügel und ja, Sainz muss da komplett dran glauben, kann nicht ausweichen und ja, das ist natürlich, scheiße, das war echt gar nicht gut hier, das war unfassbar schlecht von mir und ja, das ist leider so, es hat dann nicht sein sollen und ich wollte da vermutlich ein bisschen zu viel. Und habe, ja, mein Rennen so ein bisschen hier komplett zerstört. Russell jetzt doch der lachende Dritte auf den dritten Platz, denn durch Verstappen und meine Kollision konnte Esteban Ocon easy, ohne eigentlich was zu tun, sich auf den ersten Platz vorsetzen. Aber auch Verstappen ist jetzt vor mir. Und ich glaube, es gibt einiges an Gesprächsbedarf nach diesem Sprint. Auf jeden Fall. Wir gucken uns auch mal an, wo jetzt wir schlussendlich starten werden und wer so neben uns startet. Dank einer fantastischen Fahrt gestern startet Esteban Ocon von der Pole. Und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Russell Verstappen, der Wissenschaftler, Theo Pourchaire, Gasly, Tsunoda, Senna, Leclerc, Norris, Stroll, Bottas, Liam Lawson, Doohan, Joe, Drugovic, Albon, Sargent, De Vries, Magnussen und Carlos Sainz startet aus der letzten Reihe.
Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Ja, es regnet in Interlagos. Wir sind am 5. Platz, starten also hinter Max Verstappen und vor Thierry Bouchier und lights out und let's go hier im verregneten Brasilien. Mein Start war gut, besser als jeder von Verstappen. Auch Russell hatte wieder Probleme. Da setze ich mich außen an ihm mal da dran. Kann mich ähnlich wie gegen Verstappen vorhin. Boah. Also die Bedingungen sind unfassbar unmenschlich. Also wirklich, du musst so hardcore triggern mit dem Gas. Und ich brauche das sicher 2-3 Runden, um mich einmal dran zu gewöhnen. Es ist so unfassbar nass. Und ich glaube auch, die Bedingungen werden nicht lange auf sich warten lassen, dass wir dann von den Intermediate auf den Full Wet gehen werden. Denn das ist wirklich unheimlich grausam. Solche Bedingungen hasse ich. Also wirklich. Die KI weiß einfach direkt on point, wo sie drankommen. Ich muss mich hier dran tasten mit ganz, ganz späten Bremsmanövern. Zu spät dann teilweise verbremst du dich und verlierst dadurch viel mehr Zeit, als du gewonnen hättest eigentlich. Und so heißt es jetzt hier mal ein bisschen dran tasten. Gerade die ersten Kurven, da kann ich eigentlich gut mithalten mit der KI. By the way, ich fahre TSC-Mittel, selbst bremsen und selbst schalten. Und vor allem auch AI 95. Also da ist es nicht mehr so einfach. Ja, der Ocon hatte einen guten Start vom Startfleck weg. Ist er eigentlich sehr, sehr optimal und sauber gut weggekommen. Und auch hinter mir ist da nicht viel gegangen, außer natürlich, dass Verstappen da eigentlich untypisch einen eigentlich sehr schlechten Start hatte. Also der wurde da direkt um. Gut, Alter, guckt euch das mal an, wie der da mit dem Aston Martin in den Clinch kommt. Und ja, boah, da bin ich echt weit über den Innenkörper drüber gegangen. Hat aber im Endeffekt dann noch mehr Zeit gekostet, als mir das Ganze gebracht hat. Wir sind hier in der dritten Runde und ich habe den Anschluss schon teilweise verloren. Eigentlich sollte ich nach der dritten Runde mich hier auskennen, aber es ist einfach unfahrbar. Ich hasse diese Bedingungen, habe auch ehrlich gesagt ein komplettes Trockensetup genommen, weil ich gedacht habe oder beziehungsweise viel mehr gehofft habe, dass es am Ende des Rennens regnen wird und wir eigentlich so, keine Ahnung, 80% Trockenrennen haben. Aber wie kann ich denn so einen dummen Bullshit denken? Nach, keine Ahnung, 4 von 5 Rennen im Regen haben wir jetzt das 5. von 6 Rennen im Regen. Und ich hoffe natürlich, dass es dann endlich mal im Saisonfinale in Portugal trocken ist. Es soll auch hier am Ende des Rennens trocken werden, nur das kann bedeuten, dass, keine Ahnung, in den letzten 2 Runden trocken ist oder dass es in 5 Runden schon trocken ist. Also das ist eine ganz, ganz große Klappe. Und ja, jetzt hier mit einem späten Bremsmanöver kann ich auch hier wieder drankommen. Doch das bringt halt alles nichts, wenn du dann beim Exit so einen Pendler bekommst und vor allem auch durch das späte Reinbremsen viel, viel später aufs Gas gehen kannst. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Und jetzt sind schon über 1,1 Sekunden. Ich mühe mich hier ab, der Konkurrenz nachzukommen. Hinter mir wird es immer knapper mit Max Verstappen und George Russell, die drücken da allmählich ordentlich an. Wir sind in der 7. Runde und ich musste auf über 3 Sekunden abreißen lassen. Wenn nicht was passiert, glaube ich, oder wenn es nicht bald trocken wird, dann wird es echt schwierig, das Rennen noch weiter vorne zu beenden. Ich konnte mich eigentlich gut absetzen, sagen wir mal, wir als Kampfgruppe da mit Russell und Verstappen und ja, die anderen 5 anderen konnten uns eigentlich gut absetzen, doch davor mir geht kaum was. Das ist echt katastrophal. Meine Pace ist eigentlich gut im Regen meistens, doch heute geht da irgendwie gar nichts. Das ist einfach ein Trockspiel, wirklich. Es ist einfach mühsam, sich hier ansatzweise an der Konkurrenz dran zu arbeiten. Und ich denke mal, die nächsten 1-2 Kurven wird uns Russell mal Hallo sagen, der wird da bald den Angriff fahren. Guck dich mal an, wie der dann angeschossen kommt. Innen wird das nicht funktionieren, nur nicht zu spät bremsen, ja, das reicht nicht. Und ich komme hier ganz, ganz weit raus, muss hier die erste Kurve ein bisschen schneiden, um überhaupt vor Russell zu bleiben. Doch, das könnte sich dramatisch ändern, wenn der da angeschossen kommt. Und das passiert auch. Einer links, einer rechts, ich denke mal ganz, ganz innen ab. Ich will jetzt nicht wieder im Crash mit Verstappen mit dir irgendwie kommen und das reicht noch gerade, um vorne zu bleiben und das kostet natürlich enorm viel Zeit. Es sind fast 5 Sekunden und da hinten ist eine gelbe Flagge. Es bildet sich wieder ein Stau, Safety Car und natürlich wieder Red Flag. Diesmal muss ich sagen, ich freue mich über die Red Flag, denn ohne dieser Red Flag wäre ich vermutlich irgendwie auf dem 5., 6. Platz ins Ziel gekommen.
Also der Safety Car, wenn man so will, hat mich so ein bisschen aus der Misere gerettet. Es ist nämlich jetzt ein Trockenrennen, das uns erwarten wird. Und damit habe ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet. Und jetzt heißt es das dritte Mal. Lights out und let's go. Wir kommen saugut vom Startfleck weg, muss mich aber dennoch direkt in das Windschatten, in den Windschatten von Oscar Piastri werfen, kann mich hier außen an dem Australier vorbeiarbeiten. Doch wird das reichen, um dann hier jetzt auch auf der Geraden sich gegen ihn zu beweisen? Im Windschatten sauge ich mich, ja, nicht an Ocon dran, sondern muss mich jetzt mal hier gegen Piastri abdecken. Jetzt gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an. Wir sind das rote linke hinter dem Red Bull Auto und da komme ich eigentlich saustark vom Startfleck weg, konnte da direkt gegen den Mercedes kontern. Aber Piastri hat einen ebenso tollen Start und da ist es wirklich eng in Turn 1 geworden. Außen kann ich mich da irgendwie am Aston Martin vorbeiquetschen und es hat dann gereicht, um sich auch hier auf der Geraden zu beweisen. Runde Nummer 11 und wir sind jetzt langsam aber sicher an Estebans Ocon Heck, an Esteban Ocons Heck dran, so heißt es. Und hole die schnellste Rennrunde, wird aber jetzt außen hier nicht funktionieren. Dann komme ich gleich ins Gras, kommt direkt das Heck und rutscht, aber auch bei Esteban Ocon ist nicht der perfekte Exit gelungen. Aus dem Senna ist raus, hat doch eher seine Probleme. Jetzt geht das DRS an, er ist es auch an. Wir müssen natürlich rechts und somit auch von außen den längeren Weg gehen. Aber es reicht, um auch hier an Ocon vorbeizugehen. Wir führen den Grand Prix an und eins ist auf jeden Fall sicher. Der Audi ist im Trockenen ein Biest, aber im Regen, ja, ein Ungetüm. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es sind noch 13 Runden zu gehen und wir führen das erste Mal überhaupt seit dem Crash mit Verstappen im Sprint hier das Rennen an. Also da freue ich mich schon echt. Das ist so eine tolle Leistung und was für ein Krimi bis jetzt. Also wir hatten den Crash dann viele, oh mein Gott, Alter. Da ist so fett das Heck beim Einlenken gekommen und ich musste hier noch einmal ausweichen. Es ist auch interessant. Piastri kann gute Pace mitgehen. Ich hoffe natürlich auch, dass der Reifen halten wird. Das könnte bis zum Ende hin echt eine schwierige Sache werden. Aber jetzt sind wir mal in Runde Nummer 16 und guckt euch das mal an. Die Reifen sollten eigentlich noch okay sein. Nur meine Leistung ist es aktuell nicht. Es fällt mir regelrecht schwer, gegen Esteban Ocon sich irgendwie durchzusetzen. Ich muss es aber irgendwie schaffen, um hier auf dem ersten Platz zu beweisen. Alter, was ist mit dem scheiß Reifen los? Die sind so rutschig. Ja, das kann heiter werden. Das kann wirklich sehr, sehr spannend noch werden bis zum Schluss hin. Es sind noch 9 lange Runden. Und wird das reichen? Das werden wir auf jeden Fall am Ende des Rennens sehen. Wir sind hier mittlerweile in Runde Nummer 21 und mein treuer Gefährte Esteban Ocon und Oscar Piastri, die lassen mich heute einfach nicht in Ruhe. Die rücken mir nicht von der Seite, die ja, geben mir immer Rückendeckung. Ja, jetzt haben wir glaube ich alle Klischees durch. Also das ist wirklich heute nicht das einfachste Rennen. Du musst wirklich jede Runde gewappnet sein und vor allem nach dieser ja, Haarnadelkurve bzw. nach der richtigen letzten Kurve bis dann zu Turn 1 und vor allem auch das Senna ist, das musst du jede Runde optimal, perfekt oder noch besser fahren. Sonst bist du eigentlich schon geliefert und jetzt schaut es mir auch so aus, als ob wir endlich mal, ja, das war nur eine Momentaufnahme, sind wir wieder unter einer halben Sekunde. Und da kann es natürlich wieder interessant werden, doch 18. Ich glaube, das könnte reichen mit einem tollen Exit aus der ersten Kurve. Nein, wir sind jetzt hier in der 4. Kurve gewesen. Das war ja diese Schicksalskurve für Verstappen Hamilton damals. Gab es ja auch die ein oder andere Situation, was by the way eines der spannendsten Rennen überhaupt war. Aber das beste Rennen, glaube ich, ich muss mal eine Top 3 zusammenstellen. Also eines der besten Rennen, das ich jemals sehen durfte, war meiner Meinung nach Brasilien 2021. Aber
vor allem Saudi-Arabien 2021 ein so entspannendes Rennen mit so viel hin und her und auch Hockenheim 2019. Das waren Rennen, die vergisst du nicht, aber auch all in all die Season 2021. Sowas werden wir vermutlich nie wieder in unserem Leben sehen, denn das war eine Season, die hatte alles und natürlich auch das perfekte Finale. Jetzt aber mal hier zurück zum Rennen, wir sind in der vorletzten Runde, Esteban Ocon ist erneut an uns, unfassbar nah dran, kann es diesmal für ihn reichen oder schaffen wir es uns noch vorne zu halten? Es wäre natürlich schon toll, wenn uns das gelingen wird. Wir bleiben innen, ich ziehe aber so ein bisschen in die Mitte und ja, da zieht auch eher so ein bisschen nach. Es reicht noch, um vorne zu bleiben, doch der Abstand hat sich erneut ein bisschen verkürzt. Es ist schon echt knapp, wie eng das jetzt werden wird. Auch Startziel. Ich bin mir nahezu sicher, Halleluja, mit einem Snap-Over-Steer können wir noch einmal hier uns irgendwie vorne halten. Ich bin auf der letzten Rille hier unterwegs und ich glaube, das merkt man auch. Es ist angespannt. Ich weiß natürlich, es geht hier um kaum was, außer natürlich um einen erneuten Sieg in der Statistik. Und jetzt der Esteban Ocon zieht innen hier alle Register. Ich muss die Lenkung aufmachen, sonst wäre es quer gegangen. Und Esteban Ocon quetscht sich hier tatsächlich in der letzten Runde bei der vermutlich letzten Chance überhaupt. Ja, auch eher mit den Reifen komplett am Ende. Aber auch ich muss hier richtig ackern, um das noch einmal hier zu halten. Vielleicht gelingt es uns bei der vermutlich letzten Chance bis zu Startziel, also bis zur Checkered Flag, uns noch einmal an ihn dran zu hauen mit DRS-Hilfe. Da kommt es zu leichten Berührung, das kostet aber mir mehr Zeit wie ihm. Jetzt hier noch einmal durch, da kommen wir bis auf 2/10 an ihn dran. Jetzt einmal kurz die Replay, um hier mal kurz zu entspannen. Das war der Back-to-Back-Overtake-Versuch von Piastri, hat nicht ganz geklappt und den Berg rauf, Runde Nummer 11. Das saugen wir uns schon einmal ein bisschen dran an dem Franzosen. Und ja, da war der Grip noch gut, da hatten wir noch unfassbar viel Grip. Und jetzt in der 12. Runde dann, ähnlich wie er mich jetzt überholt hat, habe ich da ihn überholt. Also man muss schon sagen, es war heute ein bisschen Auge um Auge. Wäre ich nicht vom 5. Platz gestartet, vor allem auch hätte es die Red Flag und das Safety Car nicht gegeben, dann wäre das Rennen komplett anders ausgegangen. Doch ja, so ist es leider so. Man kann sich kein Rennen scripten und das ist leider so. Also kein Rennen ist wie ein anderes. Und das habe ich jetzt auch in meiner 100 Grand Prix-Reihe schon gemerkt, dass da wirklich kein Rennen, ja, oh mein Gott, war das knapp, dass da wirklich kein Rennen mit einem anderen zu vergleichen ist. Und hier in Runde 25, da sind wir auch gerade. Ihr seht es da, wir sind so nah dran und da gab es diese Berührung dann auch. Und jetzt geht's los, Leute. Aus der letzten Kurve raus, der Exit war eigentlich okay. Wir sind um die 4/10. Ja, aber ja, schneller. Er ist, wir mit DRS sind langsam als er ohne. Und das, ja, hat er auch verdient gewonnen. Er hat durchgehalten. Der Preis von Brasilien ist vorüber und der Sieg heute war eindeutig verdient. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Wir sind hier nun in den Punkten und ich muss sagen, es hat zwar punktetechnisch, musste ich ein bisschen was einstecken, aber es sind halt auch die nicht richtigen vor mir ins Ziel gekommen, was bedeutet, dass Esteban Ocon zwar auf mich ein paar Punkte aufgeholt hat, aber all in all ist er noch immer noch meilenweit hinter uns. Wir haben ja im letzten Rennen schon beide Titel, also mit dem Konstrukteurstitel jetzt beide Titel einsacken können. Da bin ich auch sehr stolz drauf, auch Senna wieder
eher ein überschaubares Wochenende. Und das fällt mir auch auf, dass er gerade die letzten zwei, drei Rennen unfassbar die Leistung abgebaut hat. Ich verstehe halt auch das links oben nicht. Wir müssen 25 Punkte verdienen mit der Konstrukteurs-WM. Ich habe, keine Ahnung, über 500 Punkte verdient und bekomme einfach kein Geld. Und sehen auch mit mehr Schaden. Ja, der Flügelschaden, der war schon nicht ohne im Sprintrennen. Und das war auch nicht alles schön rosig und so weiter. Doch so ist halt leider teilweise der Rennsport, dass du da halt wirklich aufpassen musst. Und ja, wir gucken mal hier durch. Und es gibt ja Neuerungen. Da werden wir jetzt noch einmal alles austauschen. Mit dem letzten Rennen werden wir noch einmal in alle frischen Komponenten reingehen. Portugal ist also unser großes Saisonfinale. Wobei groß eigentlich klein geschrieben wird. Denn das einzige Ziel, das wir noch erreichen könnten, wäre vermutlich, dass ich, oder beziehungsweise, dass Senna es noch schafft in der WM. Das wird, glaube ich, unmöglich werden. Also da muss er schon richtig eine tolle Leistung zeigen. Ich hoffe mal auf Senna und das hätten wir auch noch nicht geschafft. 1-2, wir wissen ja, wie lange das bei Red Bull gedauert hat. Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Ich freue mich extrem, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und vor allem auch, dass ihr mein Video angeguckt habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen rum da und auch gerne ein kostenloses Abo. Falls ihr es noch nicht habt, würde ich mich gerne freuen, dass ihr auch mal auf Social Media vorbeischaut. Instagram, IT-Gaming, aber vor allem auch gerne auf TikTok, it's-tobi. Da sind wir fast 13.000. Also wir sind 12.600. Also schaut da gerne vorbei. Für heute war es das mal. Danke für den Support. Bis zum nächsten Mal. Hier das Spezialhelm fürs nächste Rennen und ciao.